Ich glaube, wir alle haben schon von diesem Dark Academia Literaturgenre gehört und im Laufe eines Videos habe ich The Secret History von Donna Tartt gelesen und mich sofort in das Genre und in das Buch verliebt und jetzt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 4 der beliebtesten Dark Academia Bücher zu lesen, die ich im Internet finden konnte. The Secret History hat wirklich meine Liebe zu diesem Genre entflammt und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist eigentlich Dark Academia? Wie man sich bei dem Namen des Genres schon denken kann, sind wir in einem akademischen Setting und das ist kein normales akademisches Setting, denn wir sind meistens auf einer Elite-Universität oder auf einer sehr besonderen Schule und meistens gibt es auch eine Secret Society. Die Hauptcharaktere fühlen sich meistens als Außenseiter. In allen Büchern, in denen ich jetzt von diesem Genre gelesen habe, gab es bei den Außenseitern auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Also entweder hatten sie nicht das Geld, um eigentlich auf dieser Elite-Universität zu studieren, sie fühlten sich nicht intelligent oder talentiert genug und oder sie konnten sich einfach mit diesen anderen Elite-Studenten gar nicht identifizieren und haben keinen richtigen Platz in dieser Universität, in den Studentengruppen gefunden. Auch ein sehr wichtiger Aspekt in den Büchern ist die Obsession, die Besessenheit entweder von Schönheit, von Talent, von Wissen und meistens geht diese Obsession in eine ziemlich negative Richtung. Auch ein sehr wichtiger Teil der Dark Academia Bücher ist diese dunkle und melancholische Stimmung. Es gibt meistens einen sehr dunklen Unterton in dieser Ästhetik und entweder kann das auf den Tod oder auf einen Mord bezogen sein, was in den meisten der Büchern, die ich jetzt gelesen habe, eigentlich der Fall war. Aber es kann auch die Themen von Verlust und Melancholie oder auch Nostalgie mit einbringen. Meistens gibt es auch eine unterliegende Kritik an dieses Universitätensystem, vor allem an diese Elite-Universitäten und wie die Dinge da eigentlich laufen. Okay, ich glaube, das waren so die Hauptthemen des Dark Academia-Genres und dann habe ich mich gefragt, warum sind wir alle so besessen und haben eine so große Obsession mit diesem Genre? Ich bin dann auf 4 Hauptpunkte gekommen, die meiner Meinung nach ziemlich viel Sinn ergeben und die ich auch in mir selbst wiedererkannt habe. Der erste Punkt ist natürlich die Flucht der Gegenwart, was bei fast allen Büchern der Fall ist, würde ich behaupten, die man liest. Dann die Identifikation, die Nostalgie und die soziale Frage. Bei Flucht aus der Gegenwart brauche ich, glaube ich, nicht super viel zu sagen. Ich glaube vor allem, wenn man gerne Romane liest oder auch Mystery-Bücher, Fantasy-Bücher, dann wünscht man sich von einem Buch immer, dass man aus der eigenen Realität irgendwie rausgezogen wird. Man möchte sich in einer Geschichte verlieren, man möchte sich in die Charaktere hineinversetzen und sich wirklich so fühlen, als wäre man in dieser Geschichte drinnen, als wäre man Teil der Freundesgruppe, Teil der Universität, was auch immer. Und meistens spielen die Dark Academia-Bücher auch in einer vergangenen Zeit. Und oft, wenn man an die Geschichte, an die Vergangenheit denkt, erinnert man sich an diese sehr romantische Version der Vergangenheit und genau in diese romantisierte Version tauchen wir in den Dark Academia Büchern ein. Und dann zu dem Punkt Identifikation in den Dark Academia Büchern. Wie schon gesagt, sind die meisten Hauptcharaktere irgendeine Art von Außenseitern und fühlen sich vielleicht nicht so schlau, sie fühlen sich nicht so willkommen, sie haben vielleicht nicht unbedingt das Geld, das Talent, das Wissen, um auf dieser Elite-Universität zu studieren. Und es geht auch sehr stark um das Thema Freundschaft, Found Family. Und ich glaube, jeder kennt vielleicht dieses Gefühl, dass man sich ein bisschen als Außenseiter fühlt. Man kennt nicht alle Inside-Jokes der Freundesgruppe, man kennt nicht alle Geheimnisse voneinander. Und irgendwie fühlt man sich manchmal einfach, ja, als wäre man nicht wirklich Teil dieser Gruppe. Und ich glaube, das Dark Academia-Genre kann diese Gefühle wirklich sehr gut erklären. Und man fühlt sich auch wirklich, wenn man die Bücher liest, als wäre man Teil dieser Freundesgruppe, aber irgendwie auch ein bisschen ein Außenseiter in der Freundesgruppe, weil man nicht alles weiß oder auch versteht, was eigentlich gerade passiert. Und dann zum Punkt Nostalgie. Ich fühlte mich sehr stark an meine Uni-Zeit und an meine Schulzeit erinnert. Und meistens, wenn man an diese alten Erinnerungen denkt, sind es sehr positive Erinnerungen. Man erinnert sich nicht so oft an die negativen Dinge. Und ich glaube, dass dieses Genre, dieses Gefühl von Schulzeit, Universitätszeit, das Lernen von neuen Informationen, das lange Aufbleiben für das Lernen, was auch immer, wirklich sehr gut einfängt. Und dann zu dem Punkt soziale Frage. In den Büchern gibt es meistens viele verschiedene Hauptcharaktere zwischen 4 und 8 vielleicht und meistens sind alle Charaktere aus unterschiedlichen sozialen Klassen. Es geht auch um die Gleichberechtigung, es geht um die soziale Gerechtigkeit
und um die Unterschiede in den sozialen Klassen. Und ich glaube, jeder hat in irgendeiner Art und Weise Erfahrung mit diesen sozialen Aspekten und auch diese sind wirklich sehr gut in den Büchern eingebaut. Ich werde euch jetzt die Bücher, die ich gelesen habe, vorstellen in der Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wie ich schon gesagt habe, das erste Dark Academia Buch, was ich gelesen habe, war The Secret History von Donna Tartt. Ich werde jetzt hier nur eine sehr kurze Zusammenfassung geben, weil ich in meinem virale TikTok-Bücher Vlog bzw. Video schon wirklich ausführlich über dieses Buch gesprochen habe. Aber wenn ihr es nicht wisst, in dem Buch verfolgen wir eine Gruppe von Studenten an einem sehr exklusiven College, an einer sehr exklusiven Universität in Neuengland. Und diese Studenten werden durch einen Mord in ihrer Studentengruppe miteinander verbunden. Schon auf der ersten Seite erfahren wir, wer ermordet wird. Wir wissen aber nicht wie, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, wer genau es gemacht hat. Und die Geschichte enthüllt wirklich diese super verrückten und düsteren Geschehnisse und beantwortet diese Fragen, warum wurde der Mord begangen, wer hat den Mord begangen. Und es ist eine sehr verrückte Geschichte, aber eine sehr gute Geschichte und ich habe das Buch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Als nächstes war auf meiner Leseliste das Buch Bunny von Mona Erward und in Bunny verfolgen wir unsere Hauptcharakterin Samantha bzw. Sam und sie ist eine sehr einsame und sehr unglückliche Studentin an einer Elite-Universität. An ihrer Uni gibt es diese Freundesgruppe, die sich gegenseitig Bunnies nennen und Samantha hat wirklich einen sehr starken Hass gegen diese Bunny-Gruppe. Aber ihr Leben nimmt eine sehr unerwartete Wendung, als sie eines Tages von den Bunnies zu einem von ihren Smut-Salons eingeladen wird und eigentlich war sie sich sehr unsicher, ob sie die Einladung annehmen soll oder nicht, aber ist dann letzten Endes doch erschienen, einfach um das Leben in der Universität nicht noch schlimmer bzw. komischer zu machen, als es eh schon war. Und als sie in diesen sozialen Zirkel der Bunnies aufgenommen wurde, wurde sie auch Teil ihrer geheimen und sehr verrückten Rituale. Und hier suchen wir nicht die Antwort auf einen Mord, also nicht wer ist gestorben, warum ist er gestorben, wer hat ihn umgebracht, sondern wir stellen uns die Frage, what the fuck passiert gerade in diesem Buch? Man weiß nie genau, was auf der nächsten Seite passieren wird und für mich hat sich dieses Buch angefühlt wie ein Fiebertraum. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Es war wirklich ein sehr einzigartiges Buch, sehr spannend zu lesen. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gelesen. Es hatte eine sehr andere Atmosphäre und ein sehr anderes Leseerlebnis als The Secret History. Aber trotzdem hat mir das Buch wirklich sehr gut gefallen und ich habe es mit 4 von 5 Sternen bewertet. Als nächstes habe ich mich an dieses Riesenbuch gemacht, nämlich Babel von R.F. Kuang und meine Gefühle sind super gespalten zu diesem Buch. Ich habe das Buch am Anfang sehr langsam, sehr uninteressant gefunden, bis ich ungefähr über der Hälfte war, also bis ich wirklich mehr als 400 Seiten gelesen habe, dann wurde die Geschichte ein bisschen spannender, die ganze Story hat ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und dann kurz vorm Ende war es wirklich sehr gut und hat mir super gut gefallen. Aber das Ende hat mich dann auch nicht wirklich zufriedengestellt und deswegen weiß ich gar nicht genau, was ich zu diesem Buch sagen soll. Aber in diesem Buch ist unser Hauptcharakter Robin und Robin ist eigentlich ursprünglich aus China, wird aber von einem Vormund mehr oder weniger adoptiert und er verbringt jetzt seine Zeit in Oxford auf dem Übersetzungsinstitut. Denn Robin hat schon, als er sehr jung war, Englisch, Latein, Griechisch und natürlich auch Chinesisch gelernt und gesprochen. Und an dem Übersetzungsinstitut, an dem Robin jetzt studiert, nämlich Babel, kann er komplett in diese Welt der Sprachen eintauchen. In diesem Buch gibt es auch Magie in der Form von Silberbahn und das ist eigentlich auch so das Hauptthema in diesem Buch. Und in dem Buch stellen wir uns die Frage, ob ein einzelner Student gegen dieses Imperium ankämpfen kann, ob er die Geheimnisse des Instituts und die Geheimnisse von ganz Europa eigentlich aufdecken kann, was er dafür opfern muss und wer ihm zur Seite stehen wird. Wie gesagt, ich glaube, das Buch hätte mir besser gefallen, wenn es ungefähr 400 Seiten weniger gehabt hätte. Aber so habe ich es mit 2,5 oder vielleicht 3 Sterne bewertet, weil der Mittelteil bzw. der Ende des Mittelteils hat mir doch wirklich gut gefallen, aber der Rest war eher meh. Nachdem ich durch Babel fast in einem Reading Slump gelandet wäre, habe ich mich dafür entschieden, Ninth House von Leigh Bardugo zu lesen. Denn eigentlich dachte ich zuerst, dass es einfach ein Fantasy-Buch ist, aber dann habe ich erfahren, dass es ein Fantasy-Dark-Academia-Buch ist. Und dann war meine Entscheidung schon klar. In diesem Buch verfolgen wir unsere Hauptcharakterin Alex und sie studiert an der Universität von Yale. Und sie passt da eigentlich überhaupt nicht hin, weil sie ein Highschool-Dropout ist. Sie hat nie ihren Abschluss gemacht. Und als sie jünger war, war sie Teil eines Verbrechens, das bis heute nicht aufgeklärt ist, wo es 3 oder 4 Mordopfer gab.
Und Alex hoffte eigentlich, dass sie in Yale einen Neustart bekommt, dass sie nichts mehr mit ihrem alten Leben zu tun haben wird. Aber sie bekommt die Aufgabe, die Secret Societies von Yale zu überwachen, denn es gibt auch immer wieder Verbrechen innerhalb der Secret Societies. Und dann eines Tages wird ein Mädchen tot am Campus gefunden und die Verwaltung und alle Universitätsprofessoren versuchen, dieses Verbrechen irgendwie super schnell unter den Teppich zu kehren und darauf zu vergessen. Aber Alex denkt sich irgendwie, irgendwas ist hier nicht richtig. Und sie ist dann die Einzige, die wirklich genauer in dieses Verbrechen eintaucht und recherchiert, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Und in diesem Buch haben wir verbotene Magie, Tote werden zum Leben erweckt und man macht auch manchmal Jagd auf die Lebenden. Dieses Buch hat mir so gut gefallen. Ich war vielleicht ein bisschen überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Es endet mit einem Cliffhanger. Es gibt einen zweiten Teil namens Hellbent, glaube ich, von Leigh Bardugo, den ich aber noch nicht gelesen habe, aber es ist sehr hoch auf meiner Leseliste, weil ich wirklich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Und ich habe dieses Buch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Und zum Schluss habe ich dann das zweitbeliebteste Dark Academia Buch nach The Secret History gelesen, nämlich If We Were Villains by M.L. Rio. Und oh mein Gott, ich habe es gerade erst beendet, also sind meine Gedanken noch ein bisschen all over the place, aber ich werde versuchen, euch die Geschichte, die Handlung der Geschichte ein bisschen zu erklären. Oliver, unser Hauptcharakter, war gerade für 10 Jahre im Gefängnis für einen Mord, den er vielleicht oder vielleicht auch nicht begangen hat. Und nachdem er freigelassen wird, möchte der Polizist, der ihn damals vor 10 Jahren ins Gefängnis gebracht hat, endlich die wahre Geschichte erfahren. Und Oliver ist bereit, sie nach 10 Jahren endlich zu erzählen. Als Oliver ein junger Schauspieler an dieser Elite-Shakespeare-Theaterschule war, hatte er 7 Mitstudenten in seiner Klasse und alle hatten eigentlich auf der Bühne und im privaten Leben die gleiche Rolle. Manche waren der Held, manche waren der Verführer und er hatte irgendwie immer die Nebenrolle, egal ob auf der Bühne oder in seinem Privatleben. Und dann eines Tages werden die Rollen auf der Bühne vertauscht, also jeder bekommt eine andere Rolle zu spielen und danach verändert sich ihr ganzes Leben. Denn plötzlich gab es diese Rivalitäten nicht nur mehr auf der Bühne, sondern sie wurden auch in ihrem privaten Leben zu echten Feindschaften und echten Rivalitäten und nicht nur diese spielerischen, die man manchmal innerhalb von einer Freundesgruppe hat. Und als der Höhepunkt von diesen Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten erreicht wird, wird einer von diesen 7 Freunden tot aufgefunden. Und dann startet eigentlich die wichtigste und schwierigste Schauspielaufgabe ihres Lebens, denn die Studenten müssen sich selbst, ihre Freunde und natürlich auch die Polizei davon überzeugen, dass sie unschuldig sind. Und ich finde die Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist, total interessant, denn dieses Buch ist in 5 verschiedene Acts aufgeteilt, in diese Acts, die man auch aus Shakespeare-Theaterstücken kennt. Und in jedem Act gibt es einen Prolog, der in der Gegenwart spielt, wo Oliver mit dem Detektiv ein bisschen spricht und wo wir auch ein bisschen mehr von seinem jetzigen Leben und von seinem Leben im Gefängnis erfahren. Und danach tauchen wir in die Vergangenheit ein und verfolgen, was vor 10 Jahren wirklich passiert ist. Und dieses Buch hat mich so überrascht. Es gab ein paar Plot-Twists, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Es gab auch eine Theorie, die ich hatte, die wahr geworden ist, wo ich sehr stolz auf mich war. Und auch dieses Buch war so gut. Ich habe es auch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Und ich muss sagen, meine Erfahrung mit allen Dark Academia Büchern war wirklich so positiv. Das heißt, ich war nicht nur von The Secret History begeistert, sondern wirklich eigentlich von fast allen Büchern, die ich gelesen habe, außer von Babel. Aber ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich glaube, Dark Academia ist aus einem Grund so bekannt und so beliebt geworden und ich kann ihn jetzt wirklich verstehen. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, okay, das klingt ja interessant, aber ich mag eigentlich gar keine düsteren Mordgeschichten, die irgendwie sehr spannend oder gruselig sind, dann wartet kurz, denn ich hasse eigentlich auch alle Horrorgeschichten, alle Mordgeschichten, alle Geschichten, die irgendwie sehr viel Spannung haben, denn ich bin eine sehr ängstliche Person, ich kann sehr schnell abends oder nachts nicht mehr schlafen, aber ich muss sagen, die Dark Academia Bücher geben mir keine Albträume. Ich kann abends trotzdem gut schlafen, auch wenn ich abends die Bücher lese, also ja, vielleicht, wenn ihr eigentlich diese düsteren Genres nicht mögt, dann gebt Dark Academia trotzdem eine Chance. Und wenn ich alle Dark Academia Bücher jetzt ranken müsste, die ich gelesen habe, dann wäre das eine super schwierige Aufgabe, aber ich werde es für euch trotzdem versuchen. Für mich der ganz klare Verlierer in allen Büchern, die ich gelesen habe, ist Babel
von R.F. Kuang. Ich war wirklich sehr enttäuscht von diesem Buch, hatte ziemlich hohe Erwartungen, weil ich sehr viel positive Reviews im Internet gehört und gesehen habe. Und deswegen hätte ich wirklich nicht erwartet, wie schlecht ich dieses Buch finde. Aber ja, das bekommt auf jeden Fall den letzten Buch in meinen Dark Academia Genre Bücher Ranking. Okay, und jetzt wird es wirklich schwierig, denn ich habe eigentlich alle Bücher sehr gerne gemocht. Aber wenn ihr euch auf die Bewertung der Bücher erinnern könnt, dann muss jetzt eigentlich einfach Bunny von Mono Award als nächstes kommen. Ich habe dieses Buch wirklich auch sehr gerne gelesen. Ich finde, es ist eine super gute Geschichte und kann es wirklich nur weiterempfehlen, wenn ihr auf sehr verrückte Geschichten steht. Und wie gesagt, ich kann es nicht besser beschreiben als mit dem Wort, es fühlte sich an wie ein Fiebertraum. Obwohl das jetzt nicht ein Wort war, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, Bunny auf Platz 4. Dann auf Platz 3. Und vergesst nicht, dass ich alle diese Bücher mit 5 Sternen bewertet habe. Also sie sind wirklich alle super, super gut und ich kann sie nur weiterempfehlen. Aber ich glaube, auf Platz 3 muss ich Ninth House von Leigh Bardugo geben, denn es war natürlich ein Dark Academia Buch, aber ich finde die Atmosphäre und der Vibe des Buches war doch ziemlich anders als in If We Were Villains und auch The Secret History. Und deswegen finde ich, ist es vielleicht ein bisschen ein Ausreißer in diesem Genre, aber trotzdem habe ich es geliebt. Und ich glaube, wenn ihr Fantasy vielleicht nicht super gerne mögt, dann wäre das Buch nicht die beste Wahl im Dark Academia Genre, aber trotzdem riesengroße Empfehlung. Ich liebe dieses Buch und kann es kaum erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Okay, und dann zu meinen Top 2 Büchern. Ich glaube, ich muss The Secret History auf Platz 2 und If We Were Villains auf Platz 1 geben. Denn bei If We Were Villains hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Detektiv spielen konnte. Es war nicht von Anfang an so offensichtlich, wer ermordet wird, warum er ermordet wird, wer ihn ermordet hat und aus welchem Motiv. Und deswegen hat mir dieses Buch, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Oder ich fand es vielleicht ein bisschen spannender zu lesen. Aber The Secret History wird immer einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen haben. Einfach weil es das erste Dark Academia Buch war, was ich gelesen habe. Und mich dieses Buch in dieses ganze Genre eintauchen hat lassen. Und wie gesagt, beide Bücher sind wirklich super, super gut. Ich glaube, wenn ihr If We Were Villains mögt oder The Secret History mögt, dann lest jeweils das andere Buch. Ich glaube, es wird euch auch sehr gut gefallen. Was bei If We Were Villains vielleicht ein bisschen schwierig war, war, dass es eine Shakespeare-Theatergruppe war und es gab sehr viele Zitate von Shakespeare, die ich vielleicht nicht immer komplett verstanden habe, weil ich das Buch auch auf Englisch gelesen habe und Shakespeare jetzt nicht super einfach zu lesen war und auch das Ende. Ich muss mir noch bei Reddit ein paar Posts durchlesen, um genau zu verstehen, was eigentlich passiert ist und ob ich das Ende richtig verstanden habe. Aber ja, wirklich beide Bücher, große, große Empfehlung, eigentlich alle Bücher, die ich heute gelesen habe. Und schreib mir mal, ob du auch Dark Academia magst, ob du schon ein Buch in dem Genre gelesen hast. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein Dark Academia Buch zu lesen, wünsche ich dir viel Spaß, in diese Welt der Dark Academia Bücher einzutauchen, in diese sehr verrückten Realitäten einzutauchen, in diese Secret Societies und Teil dieser Dark Academia Bewegung zu werden.